Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Jahresrückblicks. Ich hoffe, ihr könnt noch. Skandinavien ist jetzt vorbei. Jetzt halten wir uns nur noch in Mitteleuropa auf, Österreich und Deutschland. Und völlig unerwartet ging es dann im Oktober noch nach Simbabwe. Aber ja, viel Spaß beim Video und dazu später mehr. Ja, zurück daheim bei meinen Eltern. Dank Marco. Marco hat sie gefunden. Die Bruthöhle vom Raufußkauz. Ich war so erstaunt. Das Eulenjahr von mir ging weiter. Erst Sperlingskauz, Bartkauz, jetzt auch noch Raufußkäuzchen. Unglaublich. Ich habe noch keine Bruthöhle hier gefunden. Wunderschön gelegen in einer alten Buche. Ja, aber wenn man so durch den Wald läuft, das typische Problem. Auch während der Brutzeit werden die Bäume gefällt, gerade ältere Bäume, Fichten haben sie gefällt, genau da, wo der Sperlingskauz immer gerufen hat. Und es ist dann wirklich so, boah, man denkt sich, warum? Über Wochen haben wir sie begleitet und konnten wirklich tolle Momente erleben. Die Jungvögel, die haben sich da wirklich gelangweilt, glaube ich. Die haben Späßchen mit uns getrieben. Die haben dann die Ameisen beobachtet. Die haben einfach nichts zu tun. Die kennen den Menschen auch nicht. Die hatten noch nie Kontakt zu Menschen. 3 Stück waren drin. 3 junge Käuzchen. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr ihre eigenen Nachkommen haben. Ja, und nebenbei, wenn man wartet, macht man natürlich so ein bisschen andere Bilder. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dieses frische Grün und gegen den weißen Himmel. Sperlingskauz wurde dann wieder aktueller. Er war noch da. Und ja, am letzten Tag, bevor ich wieder nach Wien bin, wollte ich einfach nochmal hinschauen und quasi Abschied nehmen. Und dann hat es überall gefiept. Ich stand da auf der Vorstraße und links und rechts und über mir, überall waren Sperlingskäuze. Die jungen Käuze sind ausgeflogen. Es war ein unglaublicher Moment, unglaubliches Gefühl. Sie waren wirklich überall. Insgesamt waren es 6 Küken und es war einfach toll zu beobachten, wie das Weibchen gerufen hat. Das Männchen hat dem Weibchen die Maus gebracht, die Beute gebracht und nur das Weibchen hat gefüttert. Haselmäuse waren dabei, die sie verfüttert haben. Das Männchen hat aber auch gelockt aus einem anderen Areal und die Küken sind über Stunden dann in diese Richtung gezogen. Und sie dann bei ihren Bruchlandungen zu beobachten, wie sie dann die Fichten hochklettern. Unglaublich schön. Und die Tiere haben vor mir geschlafen, es war überhaupt kein Stress. Die ignorieren mich. Die kannten auch den Betrieb von der Vorstraße. Das war alles kein Problem. Ja, zurück in Wien. 5 Minuten fußläufig ist eine Brücke. Und dort habe ich den ganzen Sommer über Spinnen fotografiert. Silhouetten von Spinnen. Sehr spannendes Projekt. Alle unterschiedlichen möglichen Objektive verwendet. Es war schön. Das war wirklich spannend, hat Spaß gemacht und werde ich auch weiterhin verfolgen. Normalerweise oder jeder normale Bürger geht da einfach dran vorbei, fragt sich, was der Depp da mit der Kamera macht. Aber da können ganz coole Aufnahmen entstehen. Ja, Frühjahr ist vorbei. Sommer war heiß. Habe ich hier wieder Vögel erfasst und hier gearbeitet. Und es war aber so heiß, dass ich dann tagsüber in den Fluss gesprungen bin. Es gibt schon ein Video dazu, wo ich ein bisschen was zur Aufnahmetechnik erkläre und habe Prachtlibellen fotografiert. Und das war toll. Das war wirklich schön. Auf dem flutenden Harenfuß haben sie immer angesessen und von dort aus gejagt. Tolle Tiere werde ich nächstes Jahr auch verfolgen. Und ich überlege auch Workshops da anzubieten. Es ist nämlich echt schön. Es ist wirklich schön. Also wer da Interesse haben sollte, meldet euch. Und ja, das ist bei meinen Eltern am Haus. Da hat sich ein Siebenschläfer im Hühnerstall eingenistet. Und den haben wir auch ein bisschen fotografisch verfolgt. Da wird es nächstes Jahr hoffentlich noch mehr geben. Ja, nicht weit von hier habe ich noch einen Waldkauz gefunden, beziehungsweise 2, einen Tageseinstand oder auch Bruthöhle. Das Pärchen saß in einer alten Buche drin. Ich war mehrmals da, sie waren immer da. Also zumindest ein Vogel war immer da. Er ist auch direkt neben dem Wanderweg. Ich war wandern und habe sie dabei gefunden.
Und nur wenn da ein Wanderer vorbeikommt, dann schauen sie auch mal runter. Ansonsten schlafen sie und ignorieren einen komplett. Das ist jetzt wiederum in Österreich. Österreich hatte ein unglaublich erfolgreiches Sumpforellenjahr. Es gab einen starken Einflug. Ich habe jetzt Zahlen von 150 Brutpaaren gehört. Normalerweise sind das 8 bis 10. Überall, also in manchen Gebieten, überall in jedem kleinsten Wiesenfleck haben Sumpfeulen gebrütet, was genial war. Das ist leider mein bestes Bild. Ich war zu spät. Wäre ich 2 Wochen früher da gewesen, wäre das ein Hammer gewesen. Das ist übrigens aus dem Auto raus entstanden. Und da es ja auch in Wien warm wird, habe ich mich auch da an die Bäche gemacht und habe unter Wasser ein bisschen fotografiert. Und ja, diese Signalkrebse sind überall. Es sind nicht mehr ganz so viele, weil ein Fischotter mittlerweile da ist, aber es sind trotzdem noch sehr viele. Und tagsüber findet man sie überall. Und auch recht große. Und ja, nicht nur uns war warm, sondern auch dem Frosch. Da haben wir mehrere gefunden, mehrere Grasfrösche, die einfach im Bach gesessen haben und ja, sich abgekühlt haben. Und auch Würfelnattern. Also ich gehe zu diesem Bach explizit, um Würfelnattern zu fotografieren. Es ist einfach ein geniales Motiv in meiner. Das ist zurück in Wien, in der Stadt, in einem Park. Dort brüten Zwergdommeln. Generell ist die Zwergdommel kein allzu seltener Vogel. Da, wo geeignete Habitate sind, da kommt sie vor und brütet auch dort. Und ja, sie hat vor uns gejagt. Aber wir haben nur Weibchen und Jungvögel gesehen. Männchen, klar, haben wir auch gesehen, aber es kam nie wirklich nah ran. Das ist das beste Bild. Demnach ja, nicht wirklich brauchbar. Ein Weißstorch gegen den Mond. Das war auch so ein Bild, was mir schon immer vorgeschwebt hat. Das erkennt ihr hoffentlich, wenn der Monitor richtig kalibriert ist, eurer oder meiner. Das ist eine Knoblauchkröte, von hinten angestrahlt. Auch ein Highlight. Ich wollte schon immer mal Kröten bei Nacht fotografieren. Die saß einfach auf der Straße. Ich habe nichts gemacht, außer die Taschenlampe hinter sie gelegt. Und ja, dabei ist dieses Bild entstanden. Und mit den Kerlchen habe ich mich auch intensiv beschäftigt. Sehr lange. Ich habe ja eine Woche quasi nochmal jeden Tag am Friedhof verbracht und habe Hamster fotografiert, wie sie eben ja, Wachs fressen. Da ist jetzt ja auch die BBC-Doku rausgekommen. Ich habe auch ein paar Videos hochgeladen auf meinem Kanal. Spannendes Projekt, sehr spannend. Mal schauen, was daraus noch wird. Geniale Tiere und ja, sind wirklich ein paar schöne Aufnahmen entstanden. Ja, und dann völlig unerwartet habe ich eine Safari gewonnen. Gemeinsam mit meiner Freundin ging es nach Simbabwe. Eine Woche extremst intensiv und anstrengend, aber krass. Was für ein Erlebnis. Hier werden wir von einem Ranger begleitet und ja, mit anderen Touristen. Nachts dürfen wir uns nicht mehr allein durch das Gelände bewegen und werden zu unseren Zelten gebracht. Die Flüge waren atemberaubend, aber auch unangenehm. Es war extrem stürmisch und wir sind in Leichtflugzeugen gereist. 4 Personen maximal oder teilweise 4 Sitzer. Es war höchst unangenehm, aber es waren auch krasse Erlebnisse und ja, tolle Momente. Elefanten gesehen. Also das hat Spaß gemacht. Das war unglaublich schön, was wir da erleben durften. Tolle Momente, tolle Eindrücke und auch mein erster Leopard. Ja, viele, wirklich viele, viele Bilder sind dort entstanden. Ja, und zurück in Wien habe ich mich nachts ein bisschen mit Enten und Kaninchen beschäftigt. Vor allem Kaninchen, das war mein Motiv. Bei Nacht. Generell diese urbane Natur, das fesselt mich, das begeistert mich. Das werde ich auch in Zukunft noch weiter verfolgen. Und ein Freund, Robert Kreins, hat mich dann eingeladen zu sich in sein Adlerhide. Er hat Seeadler in seinem Hide, die er fotografieren kann, und Kaiseradler. Und neben den Adlern kommen auch allerhand Krähen, Elstern. Und dabei ist dieses Bild entstanden. Gerade wenn es früh noch viel zu dunkel ist, man muss vor Sonnenaufgang drin sein im Hide.
Da ist es zu dunkel für normale Aufnahmen, in Anführungszeichen, sage ich mal. Und da versucht man sich am Wischern und dabei ist dieses Bild entstanden. Und ja, das war's. Es hat jetzt ewig gedauert. Es tut mir leid dafür. Ich werde, glaube ich, zwei Videos draus machen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und sollte das Video erst später hochgeladen werden, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, wir sprechen uns auch nächstes Jahr noch. Macht's gut.